herzlich willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin im offenen Knall mit die Rode. Mein Name ist Florian Oppermann und das sind die Themen der Woche. Projektträger für Landesprogramm gesucht, Umweltpreis 2018 des Landes Sachsen-Anhalt, Vernissage in der Rektoratsvilla. Projektträger für Landesprogramm gesucht. Der Landkreis Harz möchte auf ein aktuelles Interessenbekundungsverfahren im Rahmen des Landesprogramms Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben hinweisen. Das Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben soll Menschen, die langzeitarbeitslos sind, die Möglichkeit geben, über eine langfristige, geförderte und sozialpädagogische begleitete Beschäftigung die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Im Rahmen des Landesprogramms sollen für die Teilnehmenden Beschäftigungsplätze initiiert werden. Diese sollen zu einer persönlichen und beruflichen Stabilisierung der Teilnehmenden beitragen. Dafür können Projektträger bis zum 8. November beim Landkreis Harz Konzepte für längerfristige, niederschwellige Beschäftigungsangebote im gemeinwohlorientierten Bereich einreichen. Diese Beschäftigungsplätze sind die Grundvoraussetzung für die Integration in den Arbeitsmarkt. Interessierte Projektträger können sich unter dem eingeblendeten Link über das Förderprogramm und das Antragsverfahren informieren. Für Rückfragen und allgemeine Informationen steht Frau Nadine Albrecht, regionale Koordinatorin für Arbeitsmarktpolitik beim Landkreis Harz, telefonisch oder per Mail zur Verfügung. Umweltpreis 2018 des Landes Sachsen-Anhalt. Auch im neuen Jahr sind wieder alle Interessenten aufgerufen, sich am Wettbewerb zum Umweltpreis des Landes Sachsen-Anhalt zu beteiligen. Es geht dabei um die Auszeichnung herausragender Aktivitäten und ehrenamtlichen Engagements für Umwelt, Natur und Klimaschutz durch das Land Sachsen-Anhalt. Der Umweltpreis 2018 steht unter dem Motto genau hingebaut und kreativ gelöst. Gesucht werden Beiträge, in denen kritische Themen und Spannungsfelder aufgegriffen, kreative Lösungen entwickelt und diese als Projekte umgesetzt wurden. Aus den eingereichten Unterlagen sollen hervorgehen, wer hinter dem Vorhaben steht, was der Anlass zum Handeln gab und welches Projekt es daraus entstanden ist. Beteiligten können sich Vereine, Verbände, Gruppen, Schulen, Kirchen, Kindertagesstätten, Arbeitsgemeinschaften, Schüler aus allen Schulformen und Jahrgängen oder auch extra zum Zweck der Durchführung der Maßnahmen gebildete Zusammenschlüsse. Außerdem wird besonders ehrenamtliches Engagement mit dem Umweltehrenpreis gewürdigt. Diese Auszeichnung erfolgt unabhängig vom Motto. Geeignete Personen können vorgeschlagen werden. Abgabetermin für die Bewerbung ist der 19. April 2018. Wer weitere Informationen möchte, kann im Internet unter www.sunk-lsa.de surfen oder direkt bei der Geschäftsstelle der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz Sachsen-Anhalt in Magdeburg unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Vernissage in der Rektoratsvilla. Am Mittwoch, dem 11. Oktober um 19 Uhr sind alle Interessierten in der Wernigeröder Rektoratsvilla eingeladen. Der südkoreanische Künstler Dongyun Kwon ist bereits zum zweiten Mal an der Hochschule Harz zu Gast. Nachdem letztes Jahr seine Malerei zu sehen war, zeigt er nun seine ungewöhnlichen Fotografien unter dem Titel Time, Light, The Moment. Er sagt, die Fotografie ist ein Spiegel meines Herzens. Mit dem Ambi-Foto will er eine neue Art, das Bild zu denken, vorstellen. Dongyun Kwon blickt auf zahlreiche Einzelausstellungen, unter anderem in New York, Seoul, Beijing und Berlin zurück. Zurzeit ist er Gastkünstler in der Leipziger Baumwollspinnerei. Seine Fotografien sind bis Ende November auf dem Vernissage Campus zu sehen. Die Rektoratsvilla ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist wie immer frei. Informationsveranstaltung zum Ideenwettbewerb Kombi Harz. Der Landkreis Harz plant im Rahmen des regionalen Übergangsmanagements einen Ideenwettbewerb zur Einreichung von Projektvorschlägen für das Projekt Kombi Harz auszurufen. Kombi Harz verfolgt das Ziel, Sozialarbeit an der Nahtstelle von Schule und Ausbildung zu gestalten. Das Hilfsangebot soll benachteiligten jungen Menschen berufliche Perspektiven eröffnen und den Übergang in eine Berufsausbildung vereinfachen. Durch intensive sozialpädagogische Einzelfallarbeit soll die Zielgruppe sowohl sozial als auch beruflich integriert und für die bestehenden regionalen Unterstützungsangebote aufgeschlossen werden. Zur Teilnahme am Wettbewerb sind grundsätzlich freie Träger oder Wirtschafts- und Sozialpartner berechtigt. Zu den Inhalten des Projektes und den Anforderungen an die Träger findet am 12. Oktober in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in der Kreisverwaltung Halberstadt eine Informationsveranstaltung statt. Interessenten an dem Projekt, die an der Informationsveranstaltung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bei Frau Jacqueline Rasch in der Koordinationsstelle Bündnisschule Beruf im Landkreis Harz unter den eingeblendeten Kontaktdaten anzumelden. Der vervollständige Wettbewerbsaufruf, die erforderlichen Unterlagen sowie die Kriterien für die Auswahl und Bewertung der Projektanträge sind vorablich der Genehmigung der regionalen Förderbudgets voraussichtlich ab dem 16. Oktober unter den eingeblendeten Link zu finden.
Das Landprogramm wird aus Mitteln der Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt gefördert. Gesucht und gefunden durch ESF-Förderprogramm. Pamela Sattler ist 32 Jahre alt und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern im Alter von 6 und 13 Jahren. Trotz einer abgeschlossenen Ausbildung als Altenpflegehelferin und den ehrenamtlichen Bemühungen bei den Grünen Damen fand sie keinen Arbeitgeber, der ihr berufliche Chancen einräumte. Der Grund lag vermutlich darin, dass sie als alleinerziehende Mutter nicht flexibel in den Schichtzeiten eine Pflegeeinrichtung einzusetzen ist. In der Hoffnung, dass dies gegebenenfalls der Schlüssel zum Erfolg sein würde, absolvierte Pamela Sattler eine Weiterbildungsmaßnahme im Garten- und Landschaftsbau. Und sie suchte Unterstützung beim Projekt Familie stärken, Perspektiven eröffnen. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt finanziert und zielt darauf ab, junge Familien bei der Entwicklung einer beruflichen Perspektive zu unterstützen. Mit dem beherzten Tun des Familienintegrationscoaches und den Jobcoaches konnten die Weichen gestellt werden. Eine Firma im Bereich Garten- und Landschaftsgestaltung suchte händeringend eine Allround-Arbeitskraft. In den ersten Wochen war Pamela Sattler im Floristikbereich tätig, um die Abläufe und die Organisation des Betriebes kennenzulernen. Einige Wochen später wurde sie dann schon in das Anwesen und Objektspflege eingesetzt und musste dort, wie ihre männlichen Kollegen, mit Rasenmäher und Co. vielfältige Arbeitsaufgaben übernehmen. Mittlerweile ist Pamela Sattler seit über einem Jahr im Betrieb beschäftigt, hat sich in einer Männerdomäne ihren Stand erarbeitet und wird sehr geschätzt. Trotz des kräftezehrenden Arbeitsalltages ist ein herzlicher Umgang im Betrieb spürbar und erlebbar. Pamela Sattler fühlt sich angekommen. Wintersemester 2017/18 startet in Wernigerode und Halberstadt. Mit aktuellem Wintersemester wurden 731 Erstsemesterstudierende an den drei Fachbereichen Automatisierung und Informatik, Verwaltungswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften begrüßt. Bei schönstem Spätsommerwetter startete das Wintersemester an den Standorten Wernigerode und Halberstadt bereits Mitte September. Aus ganz Deutschland sind derzeit über 3100 Studierende an der Hochschule Harz immatrikuliert. Viele sind dabei in berufsbegleitende oder duale Programme eingeschrieben. Knapp 50 internationale Austauschstudenten aus 10 Nationen sorgen für kosmopolitisches Flair. Hochschulleiter Prof. Dr. Volker Roland hieß die Neulinge herzlich willkommen. Authentisch und unkompliziert vermitteln Studierende aus höheren Semestern in den ersten Tagen einen Eindruck des zukünftigen Lebensabschnittes. Als Mentoren begleiten sie die ersten Schritte der Erstis bei Campusführungen und Informationen und Veranstaltungen. Zur Seite steht den Anfängern neben hilfsbereiten Hochschulmitarbeitern auch der Studierendenrat. Für 75% der neu Immatrikulierten begann das Campus-Kennenlernen bereits vorab mit den Orientierungstagen. Diese verzeichnen in diesem Jahr mit 544 Teilnehmern einen absoluten Rekord. Neben Informationen zu den einzelnen Studiengängen lernten die neuen Studierenden bereits vor dem Start der Vorlesung alle Serviceeinrichtungen, die Campus-Management-Software, das Bibliothekssystem und das umfangreiche Sprachangebot kennen. Auch die Studienberatung oder der Hochschulsport stellten sich vor. Bei dem Stadtrundgang, einem gemeinsamen Campusabend, eine kleine Messe, wurde erst Kontakte geknüpft und die Basis für die familiäre Atmosphäre gelegt, die das Studium im Harz prägt. Als großes Highlight entpuppte sich erneut die gemeinsame Wanderung auf dem Brocken. Die Umsetzung der neuen Linien- und Fahrplankonzeptes beginnt mit einer neuen Baumaßnahme. Voraussichtlich Anfang Oktober beginnt in Artstedt auf dem als Schützenplatz bekannten Gelände die Bautätigkeit zur Realisierung einer neuen Busumsteigeanlage. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück wird unter der Regie des Landkreises als ÖPNV-Aufgabenträger eine sogenannte Schnittstelle entstehen und durch Anschlüsse verschiedener Buslinien untereinander künftig bessere Verbindungen im Kreisgebiet zu ermöglichen. Die Maßnahme erfolgt, um das mit dem Nahverkehrsplan beschlossene Angebotskonzept im Dezember umzusetzen zu können. Vorerst sind keine Eingriffe in den öffentlichen Straßenraum notwendig und keine Sperrmaßnahmen oder Umleitung geplant. Lediglich kurz vor Vollendung der Baumaßnahme wird kurzzeitig eine halbseitige Sperrung nötig, um den Anschluss an die bestehende Straße herzustellen. Strecke Lütgerode und Suderode seit 4. Oktober voll gesperrt. Der Landkreis Harz saniert seit dem 4. Oktober die K1338 zwischen Lütgerode ab dem Wirtschaftsweg Hangerodeweg in Richtung Südgerode bis ca. 40 Meter vor der Kieswerkzufahrt Bühne Schwalbenberg unter Vollsperrung. Der Bauabschnitt umfasst eine Ausbaulänge von rund 1,2 Kilometer und soll bis zum 8. Dezember beendet werden. Die Umleitung erfolgt über Stöttlingen, Bühne, Rimbeck, Hornburg oder Wipperode. Für den Schulverkehr zwischen Südgerode und Wipperode wird ein Schul-Shuttlebus
Verkehr durch die Harzer Verkehrsbetriebe eingerichtet. 3D-Art digitale Zukunft erleben. Die Kreisvolkshochschule geht mit der Zeit. Ein innovativer 3D-Drucker ergänzt das Inventar der Bildungseinrichtungen in Quedlinburg. Im Oktober und November ist die faszinierende Technik in zwei Einsteigerkursen erlebbar. Schwerpunkt liegt dabei auf der Erstellung von 3D-Objekten, dem Umgang mit einem Konstruktionsprogramm und dem Druck eines kleinen Modells. 3D-Druck gehört zu den innovativsten Techniken unserer heutigen Zeit, ist aber aufgrund hoher Anschaffungskosten für private Haushalte noch nicht finanzierbar und daher kaum greifbar. Die Volkshochschule möchte Interessierten ohne Vorkenntnisse mit einem 3D-Art-Einsteigerkurs eine Möglichkeit bieten, die neue Technik kostengünstig auszuprobieren und erste Erfahrungen zu sammeln. An jeweils drei Abenden im Oktober und November lernen die Kunstteilnehmer bei Dozent Christian Werwig in Quedlinburg 3D-Objekte im Konstruktionsprogramm 3Ds Max zu erstellen. Neben den öffentlichen Kursen bietet die Kreisvolkshochschule Harz die neue Technikerfahrung ab sofort auch Lehrern und Schülern an. Eine Zusammenarbeit im Rahmen des Informatikunterrichts oder mit Computer-AGs ist zu individuell vereinbarten Terminen möglich. Weitere Informationen zum Kursangebot und für Schulen gibt Frau Petra Heuer, Mitarbeiterin der Kreisvolkshochschule, unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Drum Circle mit dem Erfinder Arthur Huhl kommt nach Michaelstein. Seit 2006 ist Michaelstein auch bekannt für sein Angebot Drum Circle. Dies ist eine musikalische Interaktion für Mitspieler jedes Alters oder mit musikalischer Vorerfahrung. Mehr als 18.000 Menschen haben seitdem im Kloster oder an anderen Orten initiiert durch das Kloster miteinander getrommelt. Das Impuls gab 2006 einen Workshop mit einem Arthur Huhl-Schüler aus Kassel, Matthias Reuter. Vom 13. bis 15. Oktober wird nun Arthur Huhl selbst der Begründer der Drum Circle Methode in Michaelstein sein. Fast 50 Teilnehmer haben sich zu seinem Kurs angemeldet, den er ansonsten auch überall auf der Welt gab und gibt. Die Idee des Drum Circles besteht im Miteinander Musik machen, egal wie alt, wie jung, ob musikalisch oder nicht, und das mit viel Freude. Eines gibt es beim Drum Circle übrigens nicht: Zuhörer. Es machen einfach alle mit. Zum Abschluss des Workshops der aktiven und zukünftigen Drum Circle Leiter wird ein solcher offener Drum Circle angeboten. Jeder, der möchte, kann zu dem Termin nach Michaelstein ins Kloster kommen und mitspielen. Trommeln sind vorhanden. Eigene dürfen gern mitgebracht werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Das war's auch schon wieder mit Break. Ich gebe nun ab zum Wetter.